Der Historiker meines Vertrauens, Dr. Daniele Ganser, ich bin sehr, sehr gespannt. Ist Deutschland im Krieg mit Russland? Grüezi miteinander. Krieg beenden, Panzer senden. Brainwashing, Bro. Dinge zu liefern, mit denen man Menschen töten kann, nicht zum Frieden führen wird. Im Gegenteil, durch diese Waffen werden noch mehr Menschen sterben. Ich liebe euch alle, egal ob ihr schwarz oder weiß seid, spielt keine Rolle. Yes, Leute, wir gehen rein in die Reaction jetzt. Dr. Daniele Ganser, ist Deutschland im Krieg mit Russland? Vom 12.01.2023. Der Historiker meines Vertrauens, Dr. Daniele Ganser, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich mag den Herrn Ganser sehr. Vor allen Dingen höre ich ihm gerne auch zu. Der hat so eine angenehme, beruhigende Stimme auch und strahlt auch Positivität aus, was mir persönlich ja sehr, sehr wichtig ist. Wisst ihr ja, der Lovelock steht für die positiven Vibes. Deswegen gehen wir rein ins Video. Let's get it on, man. Ja, in diesem Video möchte ich die Frage behandeln, ist Deutschland im Krieg mit Russland? Ich denke, das ist eine sehr wichtige Frage. Und ich werde sie mit Ja beantworten. Ich werde auch erklären, dass man hier Schritt für Schritt wieder in die Kriege rutscht, von 1955 der Gründung der Bundeswehr, auch dann 1955 Eintritt von Deutschland in die NATO und 1995 erster Auslandseinsatz in Bosnien. Also sehr interessant, er geht wirklich die ganze Historie durch, wie das alles so in der Vergangenheit war und wie das dann quasi in dem heutigen gemündet ist an der Stelle. Ja. 90 dann illegaler Krieg gegen Serbien, der erste Krieg, den Deutschland führt nach 1945. Dann 2001 Krieg in Afghanistan, auch illegal. 2015 Krieg in Syrien, auch illegal. Und jetzt 2022 die Waffenlieferungen an die Ukraine, sehr gefährlich. Ja, herzlich willkommen zu diesem Video, in dem ich die Frage beantworten möchte. Servus, Daniele. Schweizer. Grüezi miteinander. Ist Deutschland im Krieg mit Russland? Das ist meiner Meinung nach eine wichtige Frage, mit der wir uns auseinandersetzen müssen. Es ist natürlich auch eine schwierige Frage, weil die meisten Menschen möchten das nicht. Aber auf der Basis der mir vorliegenden Daten komme ich zum Schluss, ja, Deutschland ist im Krieg mit Russland und ich möchte auch erklären, wie man da sozusagen schrittweise hineingerutscht ist. Schauen wir uns zuerst die Daten an. Wichtig ist natürlich jetzt das Land Ukraine. 2022, aber ich möchte auch Zweiter Weltkrieg, Gründung Bundeswehr. Ich frage mich auch, wie kann man sich so stolz vor einem Panzer stellen, so als ob das was Geiles ist, weißt du? Ist doch nicht geil, Bro. Olaf, Rudi. Ist nicht nice. Bosnien 95, Serbien 99, Afghanistan 2001. Ansprechen. Das sind alles wichtige Schritte, um zu verstehen, wo wir heute sind. Also ich glaube, der historische Kontext ist derzeit wichtig, dass wir uns daran erinnern. Bonn schreibt gerade, das ist seine Meinung. Welche Meinung? Zuerst zur Ukraine. Die Ukraine hat 40 Millionen Einwohner, ist in den letzten Zeit viel in den Medien, weil es gab ja 2014 einen Putsch der USA. Die haben zusammen mit militanten Ukrainern den Präsidenten Janukowitsch. Dass Deutschland und Russland Krieg haben. Er ist Historiker, also ich glaube nicht, dass es jetzt seine Meinung ist. Er wird das in dem Video, glaube ich, auch jetzt noch erklären, wieso das faktisch so ist. Gestürzt. Und dann 2022 kam die russische Invasion in die Ukraine hinein. In meiner Forschung sage ich, sowohl der Putsch 2014, den die USA gemacht haben, zusammen mit einigen Ukrainern, wie auch die russische Invasion von 2022 sind illegal. Also man darf in einem Land nicht die Regierung stürzen, das ist verboten. Und man darf auch nicht mit Panzern über die Grenze fahren, das ist eben auch verboten. Und das bedeutet, wir haben hier jetzt eine Konfrontation zwischen den USA, Joe Biden war Vizepräsident, als der Putsch gemacht wurde 2014, mit Präsident Putin und Deutschland ist sozusagen
zwischen die Fronten geraten. Also Deutschland ist hier wirklich in einem Spannungsfeld zwischen. Gefährliche Position auch, glaube ich, wir als Deutschland, so in der Mitte, weißt du, wie ich meine? Diesen Supermächten, Russland ist eine Supermacht mit Atomwaffen bewaffnet und die USA sind eine Supermacht mit Atomwaffen bewaffnet. Und Deutschland hat dann sehr schnell eigentlich Partei ergriffen. Es wäre ja denkbar gewesen, dass man neutral bleibt, dass man sagt, ja, der Putsch ist illegal, die Invasion ist illegal, wir bleiben neutral. Das ist aber nicht das, was Bundeskanzler Scholz gemacht hat, sondern er hat sich... So wie die Schweizer. Ich würde mir sowieso wünschen, dass wir ein bisschen vom Schweizer System auch übernehmen. Auch was Entscheidungen angeht, mit Volksabstimmung etc. Da sind die Schweizer, stehen die schon ein bisschen besser da, meiner Meinung nach auch, von der Souveränität her. Sofort an die Seite der USA gestellt und hat sich an die Seite von Präsident Zelensky, dem Präsidenten der Ukraine, gestellt und hat Waffen geliefert. Hier das relevante Datum, es war der 26. Februar 2022, als Deutschland dann Panzerabwehrwaffen und Boden-Luft-Raketen geliefert hat. Das ist also 2 Tage nach der russischen Invasion in die Ukraine. Scholz ist dann auch nach Kiew gefahren. Im Juni 2022 hat Zelensky getroffen. Im Hintergrund ist der französische Präsident Macron, der auch auf der Seite von Zelensky steht. Und jetzt ist diese Frage, ist das eine Beteiligung am Krieg? Norman Pech, ein Völkerrechtler, den ich sehr schätze, sagt, Deutschland lieferte zuerst nur Helme. Das ist noch keine Beteiligung am Krieg, aber sobald es um tödliche Waffen geht, ist es eine Beteiligung am Krieg. Das heißt, diese Waffenlieferungen vom 26. Februar 2022 werden gemäß einigen Experten als Eintritt von Deutschland in den Krieg gesehen. Andere beurteilen das nochmal anders und sagen, nein, die Waffenlieferungen, das ist noch keine Beteiligung am Krieg, aber dann später hat Deutschland auch Soldaten. Da sind wir jetzt beim Thema Bonn. Finnische Soldaten angefangen auf deutschem Boden auszubilden. Es waren vor allem US-Soldaten, die ukrainischen Soldaten in Deutschland ausgebildet haben. Und das wusste ich zum Beispiel nicht, dass hier gerade in Deutschland ukrainische Soldaten von den Amerikanern ausgebildet werden. Wusstet ihr das? Das sei dann aber, ja, das sei dann wirklich der Kriegseintritt. Hier geht es eigentlich um ein Gutachten, das der wissenschaftliche Dienst vom Bundestag verfasst hat. Man muss vielleicht sich kurz fragen, was ist der wissenschaftliche Dienst? Der Bundestag ist ja das Parlament in Berlin, das sind die Volksvertreter. Und der wissenschaftliche Dienst ist jetzt nicht eine Gruppe von Akademikern, die nur jetzt, ich meine, die Grünen berät oder nur die AfD oder nur die CDU oder nur die SPD oder nur die Linke, sondern der wissenschaftliche Dienst ist eben eigentlich eine unabhängige und sehr kompetente Gruppe von Akademikern und Wissenschaftlern, die alle Parteien beraten. Also die Parteien können eine Frage stellen und der wissenschaftliche Dienst beantwortet sie dann. Krass, wusste ich auch nicht, dass es so einen wissenschaftlichen Dienst gibt. Finde ich cool, Alter. Eine sehr geile Zusammenfassung, glaube ich, hier vom Daniele. Shoutouts gehen raus an der Stelle. Daniele Dinman, komm auf Twitch, wir müssen reden, bruv. Unabhängig, ob die jetzt von der AfD oder von der CDU oder von den Grünen kommen. Und die Frage war eben, ist Deutschland im Krieg? Und die Antwort vom wissenschaftlichen Dienst ist so, und das ist also die Antwort vom März 2022, bald ein Jahr her. Das ist hier sehr, sehr offiziell hier, ne? Wissenschaftlicher Dienst, Deutscher Bundestag, hat diese Frage beantwortet mit folgenden Worten. Welche Waffenlieferungen an die Ukraine gelten völkerrechtlich nicht als Kriegseintritt, also jetzt anders als Völkerrechtler Pech, solange es keine Beteiligung an Kampfhandlungen gibt. Und dann aber Zitat, erst wenn neben der Belieferung mit Waffen auch die Einweisung der Konfliktpartei bzw. Ausbildung an solchen Waffen in Rede stünde, würde man den gesicherten Bereich der Nichtkriegsführung verlassen. Das ist halt eine Sache, wo ich mich frage, warum machen wir das so? Warum machen wir das? Es war doch anscheinend so, dass wir nach dem Zweiten Weltkrieg gesagt haben, dass wir uns nicht mehr an Kriegen beteiligen wollen. Und ich finde das echt so, damit begeben wir uns doch auch irgendwie auf dünnem Eis oder auf dünnes Eis so, dass wir dann jetzt quasi mitbeteiligt sind an der ganzen Scheiße.
und somit auch auf dem Zettel stehen von den Kollegen, mit denen Krieg geführt wird. So. Das ist doch gefährlich für unseren Staat, für die Bevölkerung, für alles. Don't like that, man. Ich habe das links nochmal eingeblendet, dass man das selber auch nachlesen kann. Das ist also einer schreibt gerade im Chat, der Feki19, jemandem zu helfen ist doch okay, Fragezeichen. Das hört man ja auch immer in den Medien, dass das so die Grundlage ist und dass es dann okay ist, auch Waffen zu liefern und jetzt auch Panzer zu liefern und sich halt an dem Krieg zu beteiligen. Aber, und man wird halt gesagt, dass wir für Frieden kämpfen und deswegen Friedenswaffen schicken, Friedenspanzer schicken. Aber wenn du einfach nur so ein bisschen in dich reinhörst und nachdenkst, dann muss dir bewusst und klar werden, dass Waffenlieferungen, Dinge zu liefern, mit denen man Menschen töten kann, nicht zum Frieden führen wird. Im Gegenteil. Durch diese Waffen werden noch mehr Menschen sterben. Diplomatie ist der einzige Weg, um den Scheiß zu beenden. Und nicht Waffen liefern und angreifen. Das ist kein Frieden. Das ist auch kein, das sind keine Friedenswaffen. Das wird uns so verkauft, aber das ist nicht so. Weil wir uns gleichzeitig damit auch selber in Gefahr begeben. Und das Potenzial, dass noch mehr Menschen sterben, einfach größer wird. Der wissenschaftliche Dienst, der hier ganz klar sagt, wenn man in Deutschland ukrainische Soldaten ausbildet für den Krieg in der Ukraine, dann ist Deutschland Kriegspartei. Und das ist eben der Fall. Also es werden in Deutschland Soldaten ausgebildet. Das sind jetzt zwei verschiedene Dinge. Einerseits liefert Deutschland Waffen in die Ukraine. Einige sagen, das ist schon Beteiligung am Krieg. Andere sagen, nein, Waffenlieferung geht noch. Aber wenn man dann noch Soldaten in Deutschland ausbildet, dann ist das eine Beteiligung am Krieg. In Deutschland werden eben ukrainische Soldaten an NATO-Waffen auf dem Truppenübungsplatz Grafenwöhr in Bayern von US-Soldaten an Haubitzen des Typs M777. Krass, Digga. Guck dir mal diese Dinger an. Ey. Das strahlt doch schon negative Vibes aus, Bro. Ich mag keine Waffen. Das ist links abgebildet, diese Waffe. Das ist diese Haubitze. Völkerrechtlich kann dies laut einem Gutachten des Wissenschaftlichen Dienstes des Deutschen Bundestags als Kriegsteilnahme gewertet werden. Das ist dieses Dokument, das ich eben gerade gezeigt habe. Und darum ist eigentlich die Antwort von diesem Video ist, ja, Deutschland ist im Krieg mit Russland. Jetzt könnte man das Video abbrechen, weil die Frage ist beantwortet, aber ich möchte doch noch ein bisschen Kontext liefern, weil... Ich mag auch diesen Schweizer Akzent, die Frage ist beantwortet. Sie sind doch einer von den Querdenkern. Ich frage man sich dann ja, gibt es irgendjemanden im Parlament, der das kritisiert? Und ich habe ein bisschen gesucht und ich habe eine Abgeordnete gefunden, das ist die Zaklin Nastic von der Partei Die Linke. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Nastic. Sie ist aus Polen ursprünglich, in Polen geboren. Und Polen wurde ja im Zweiten Weltkrieg von den Deutschen und von den Sowjets eigentlich zerstört. Das heißt, sie weiß, was Krieg ist. Und sie sagt Folgendes, sie sagt, die Ampelkoalition und die Union haben Deutschland mit ihrem Bundestagsbeschluss, schwere Waffen in die Ukraine zu liefern und darüber hinaus auch ukrainische Soldaten in Deutschland oder auf NATO-Gebiet auszubilden, zur aktiven Kriegspartei gemacht. Dies sei sehr gefährlich, sagt Nastic, und ich sehe es wie sie. Also ich habe die Frau noch nie getroffen, aber ich finde, sie hat das richtig analysiert und ich sehe es wie sie. Es ist wirklich sehr gefährlich. Sehr gefährlich ist es, weil Deutschland sozusagen eine Front öffnet, nämlich die Front gegen Russland. Und man hofft natürlich in Deutschland, dass Russland auf keinen Fall dann sozusagen auf deutschen Raum zugreift und dort bombardiert. Aber allein diese Vorstellung, Bro, wir müssen euch mal reinziehen. Einfach, wir befinden uns einfach im Krieg quasi so. Wir sehen hier bei uns in Deutschland noch nichts davon. Ich hoffe, das wird auch nicht kommen, aber wir sind jetzt einfach faktisch am Krieg beteiligt so. Was löst es bei euch aus? Schreibt es mal kurz in den Chat rein. Wenn man in einen Krieg eintritt, ist das natürlich immer die Gefahr, dass der Gegner dann eigentlich einem auch angreift. Und die große Gefahr, die ich auch eigentlich sehe und die ich viel zu wenig diskutiert beobachte, ist eigentlich, dass jetzt diese Nord Stream Pipeline ja gesprengt wurde am 26. September 2022. Das war eindeutig ein Terroranschlag. Es ist nicht geklärt, wer es war.
Das ist nicht geklärt, wer es war. Der amerikanische Präsident Biden hat mal in einer Pressekonferenz gesagt, wir werden das verhindern, dass also Deutschland Erdgas aus Russland importiert über Nord Stream. Jetzt ist es tatsächlich verhindert worden. Hört sich verdächtig an, Joey Joe. Aber wie gesagt, es ist nicht sicher, wer diesen Anschlag durchgeführt hat. Aber Deutschland befindet sich jetzt eigentlich in einem Zwei-Fronten-Krieg. Einerseits ist da Russland und andererseits ist dieser unbekannte Akteur, der die Pipelines, die nach Deutschland führen, in die Luft gesprengt hat. Das ist dieses bekannte Bild. Das war der 26. September. Und einen Tag darauf, am 27. September, haben die Bezirke Luhansk, Donetsk, Saporischschja, Cherson für den Beitritt zu Russland gestimmt. Das heißt, die Ukraine ist kleiner geworden. Die Krim ist schon nach dem Putsch 2014. Krass, okay. Hat die eine Abstimmung gemacht und hat zu Russland gewechselt. Über diese Abstimmung wird natürlich immer gestritten. Ist das wirklich der Ausdruck des Willens der Bevölkerung? Und ich sage nur, die Fläche der Ukraine ist kleiner geworden und die ganze Sache ist jetzt nicht entspannt. Also wir sind im Januar 2023. Es wäre halt dringend nötig, dass die Parteien zusammensitzen und im Dialog, wirklich im Dialog, versuchen, den Konflikt zu lösen. Weil zwischen Atommächten, eben die USA sind eine Atommacht und Russland ist eine Atommacht, macht es einfach grundsätzlich keinen Sinn, dass man den Konflikt mit Waffen löst. Schauen wir uns vielleicht andere... Ja, weil was ist dann quasi das Ende vom Lied? Weißt du, was ich meine? So zwischen zwei Atommächten, wenn man den Kampf mit Waffen führt, so was ist das Ende vom Lied? Das muss man sich einfach ausmalen und dann merkt man, okay, der einzige Weg für Frieden ist eigentlich Diplomatie. Beispiele an. Wenn man sich jetzt fragt, aber Moment mal, warum ist jetzt Deutschland wieder im Krieg mit Russland? Das gab es doch schon mal im Zweiten Weltkrieg. Schauen wir uns das vielleicht noch mal kurz an. Ich komme zum nächsten Punkt. Das ist Zweiter Weltkrieg. Da möchte ich natürlich vielleicht daran erinnern, dass Gruppen, die immer wieder als Orientierungsgruppen eigentlich angesehen werden, zum Beispiel die Kirche im Zweiten Weltkrieg, viel zu wenig getan haben, um den Krieg zu verhindern. Und auch jetzt sagt die evangelische Kirche in Deutschland, sagt, Waffen für die Ukraine sind Pflicht christlicher Nächstenliebe. Das ist, was ist das für eine Aussage von einer christlichen, von einer Kirche? Das kann doch nicht wahr sein, Bro. Wenn du doch an Gott glaubst, dann glaubst du doch nicht daran, dass Waffen für den Frieden sorgen und Waffen irgendwas mit Nächstenliebe oder christlicher Nächstenliebe zu tun haben. Bro. Annette Kurschus, die dies gesagt hat, ich finde das falsch. Ich kann es nur so sagen. Es ist eben noch ein anderes Gebot in der Bibel. Das heißt, du sollst nicht töten. So. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, das ist eigentlich eine unglaublich gefährliche Sache. Jetzt hat sich die Lage tatsächlich zugespitzt. Am 5. Januar hat der Bundeskanzler Scholz nach einem Telefonat mit US-Präsident Biden verkündet, dass Deutschland 40 Marder-Panzer von der Firma Rheinmetall in die Ukraine liefern würde. Hier die Medienmitteilung, 5. Januar. Da steht der Stolz vor seinem Panzer, Bro. 40 Marder-Panzer. Die Firma, die diese Panzer herstellt, ist Rheinmetall. Das ist ein deutscher Konzern. Und damit wird natürlich ein Tabu gebrochen, weil die NATO-Staaten liefern jetzt erstmals Panzer von westlicher Bauart in die Ukraine. Ja, man, sehe ich genauso, Robson. Die Welt steht Kopf, alles ist verdreht. Und jetzt muss man sich einfach klar sein, dass das in Moskau natürlich wiederum die Alarmglocken läuten lässt. Warum? Einer sagt gerade, what the fuck, was ist das für eine Aussage von der Politikerin? Das ist keine Politikerin, das ist die Sprecherin der evangelischen Kirche in Deutschland, Bro. Nicht mal eine Politikerin. Weil die Deutschen haben natürlich auch im Zweiten Weltkrieg Panzer gebaut. Hier ist eine Rüstungsfabrik, die Panzer baut 1940
Und das ist jetzt die moderne Rüstungsfabrik von Rheinmetall. Hier rechts im Bild der CEO, das ist der Armin Papago. Und dann ist noch der Ministerpräsident von Niedersachsen, der Herr Althusmann, links im Bild. Natürlich ist die Rüstungsindustrie ein Geschäft. Aber für die Russen einfach ist natürlich diese Erinnerung an diese Panzer, die im Zweiten Weltkrieg gebaut wurden und jetzt werden wieder deutsche Panzer eingesetzt gegen Russland. Das erinnert natürlich die Russen an die Operation Barbarossa, die vielleicht von vielen vergessen wurde. Und man sagt, oh, weiß ich nicht mehr, gibt es nicht. Aber die Operation Barbarossa war eben der Einsatz von deutschen Panzern. So, er wird jetzt gleich nochmal ein bisschen auf die ganze Historie eingehen, warum das überhaupt so weit gekommen ist. Und das mal richtig zu verstehen, ist, glaube ich, auch sehr, sehr wichtig, um das Gesamte zu verstehen. Man muss die Historie, man muss die Vergangenheit verstehen, damit man das heute versteht. Und die Medien sagen halt einfach, ja, die berichten halt viele Sachen nicht. Die stellen halt gewisse Narrative auf, damit wir alle dafür sind, Waffen zu liefern und so, aber wenn man sich richtig reinliest und wenn man zuhört, dann merkt man, okay, das hat noch ein paar andere Hintergründe, warum das so weit gekommen ist, wie es gekommen ist. So. Gegen die Sowjetunion und die begann am 22. Juni 1941. Der Unterschied ist natürlich, damals waren wirklich deutsche Soldaten in den Panzern. Jetzt werden ukrainische Soldaten in deutschen Panzer sein. Aber für die Russen ist es natürlich wieder, deutsche Panzer erschießen Russen. Das ist diese Operation Barbarossa. 2023 wird es also in der Ukraine sozusagen so sein. Hier in dem Video, Hendrix, geht es gerade darum, ob wir als Deutschland im Krieg mit Russland sind. Das ist hier gerade so die Mainfrage. 82 Jahre nach dem Beginn des deutschen Vernichtungskrieges gegen die Sowjetunion wieder deutsche Panzer gegen Russland rollen. Und das halte ich einfach für unglaublich gefährlich. Ich kann nur immer wieder darauf hinweisen, dass es einfach besser wäre, wenn Deutschland keine Waffen in die Ukraine liefern würde. Nicht, dass jetzt ein Schweizer Historiker wie ich diese Sache entscheiden kann, sondern ich kann nur eigentlich den Kontext liefern. Es gibt aber natürlich in Deutschland Menschen, die ganz explizit diese Waffenlieferungen fordern. Hier ein Beispiel, das ist... Oh mein Gott, ey, wenn ich das schon sehe. Sympathisches Foto auf jeden Fall. Die Bundestagsabgeordnete Marie-Agnes Strack-Zimmermann von der FDP, die sagt, man muss den Schützenpanzer Marder liefern, was jetzt eben Scholz tut, und dann am besten noch den Leopard. Und dann gibt es sogar junge Menschen, die demonstrieren. Brainwashing, Bro. Ein Bild, 6. Januar 23, Krieg beenden, Panzer senden, Leopard 2 und Marder liefern. Also ich kann da nur den Kopf schütteln, wenn ich solche Bilder sehe und mich fragen, ja, wenn man Kriege beenden könnte mit Panzer, ja, dann wäre es ja ganz einfach. Dann könnte man einfach irgendeinen Konflikt nehmen auf der Welt und sagen, ja, hier haben wir Krieg, dann werfen wir einfach sehr viele Panzer rein, dann ist der Krieg beendet. Aber das ist natürlich historisch bewiesen, dass diese Analyse überhaupt nicht stimmt, weil wenn man Krieg mit Panzern beenden will, ja, dann wird die Gegenseite noch mehr Panzer bringen. Und dann wird man halt sagen, ja, dann Krieg mit Atomwaffen beenden, ja, da wird die Gegenseite auch Atomwaffen bringen. Also die Logik des Krieges ist ja so, dass sich die Konfliktparteien raufschaukeln und dass die Zerstörung dann größer wird. Also ich halte diese Plakate hier, ich weiß nicht, wer sie gedruckt hat, aber das ist eigentlich ein Ausdruck von Wahnsinn. Und es gibt auch andere Plakate, die ich unterstütze, Nie wieder Krieg. Das ist eine Demonstration der Menschen, die hier zusammengekommen ist. Und es gibt auch Wortmeldungen, wie die von zum Beispiel Sarah Wagenknecht, die sagt, Waffen schaffen keinen Frieden. Und das sind eigentlich diese Positionen, die ich persönlich im Rahmen meiner Forschung auch unterstütze, dass ich sage, ja, letzten Endes werden wir die größten Probleme im 21. Jahrhundert nicht mit Gewalt lösen können. Natürlich, wir können uns töten, wir haben die entsprechenden Waffen dazu, aber eigentlich, wenn wir ganz ehrlich sind, wenn wir die Kriege beenden wollen, dann müssten wir eigentlich verhindern, ja, dass die Rüstungsindustrie so große Profite macht und dass die Rüstungsindustrie ihre Produkte in die Kriegsgebiete. Also ich persönlich bin da seiner Meinung, mich würde mal interessieren, was der Chat gerade sagt. Was sagt ihr dazu? Denkt ihr, man kann mit Waffen zum Frieden kommen oder denkt ihr das nicht? Also eins für Waffen liefern ist gut, mehr Waffen, mehr Frieden. Zwei für, nee, Digga, glaube ich nicht. Geliefert, weil wenn
Menschen sozusagen nur einen Stein und einen Stock hätten, könnten nicht so viele getötet werden. Man hat in der Forschung auch herausgefunden, dass umso weiter die Menschen voneinander entfernt sind und dann eben mit Haubitzen sich erschießen oder mit Drohnen oder mit Flugzeugen, umso mehr Tote gibt es natürlich. Wenn sie sich Auge in Auge töten müssten, dann würde diese Tötungshemmung würde eben greifen, die die Menschen haben. Die Menschen wollen sich gar nicht töten, aber man kann sie durch Propaganda in einen Krieg schicken. Ich habe das auch auf meinem Instagram-Account so kommuniziert: Deutschland sollte keine Panzer in die Ukraine liefern, mehr Waffen schaffen, keinen Frieden, wir brauchen Deeskalation, kein Wettrüsten. Das ist eine Position, die viele Menschen teilen, also Millionen von Menschen teilen diese Position, aber sie sind nicht so gut organisiert. Sie können sich auch nicht so gut Gehör verschaffen. Und darum würde ich mich gern noch ein paar in der Geschichte ein bisschen zurück bewegen und daran erinnern, dass nach der Niederlage von Deutschland im Zweiten Weltkrieg 1945 wurde ja die Armee abgeschafft. Es gab die Wehrmacht dann nicht mehr. Also von 1945 bis 1955 hatte Deutschland überhaupt keine Armee. Schauen wir uns die Sache kurz an. Es gab dann auch überhaupt keine Rüstungsindustrie in Deutschland. Es gab von 1945 bis 1955 keine Auslandseinsätze, gar nichts. Schauen wir uns das vielleicht noch mal kurz an. Also 1955 wurde dann erst die Bundeswehr gegründet, aber nochmal das Ende des Zweiten Weltkriegs 1945, hier das berühmte Bild, der sowjetische Soldat auf dem Reichstag in Berlin. Muss man sich mal geben, ist auch noch gar nicht so lange her, 1945, Freunde. Heftig, guck mal, wie Deutschland da aussah. Und der Krieg ist aus, das war eben das sozusagen die Zeitungsmeldung 8. Mai 1945 und dann auch die Unterzeichnung der Kapitulation, das war Wilhelm Keitel, der Chef der Wehrmacht. Und dann wird eben die Wehrmacht aufgelöst. Also es gibt danach, nach der Unterzeichnung der Kapitulation, hat Deutschland überhaupt keine Panzer mehr, hat keine Soldaten mehr, hat keine Flugzeuge mehr. Die Wehrmacht wird. Ich glaube, bei der alten Generation ist es auch noch ein bisschen mehr vor Augen, wie Deutschland damals aussah. So, die junge Generation hat es, glaube ich, heutzutage gar nicht mehr vor Augen. Ich glaube, sonst würden die sich nicht auf die Straße stellen und sagen, Waffenlieferung für Frieden. Ich schwör's dir. Weil wer will, wer möchte das? Aufgelöst. Das ändert aber im Jahre 1955, also 10 Jahre nach Kriegsende, kommt die Wiederbewaffnung. Es gibt dann nicht mehr die Wehrmacht und es gibt die Bundeswehr. Hier die Gründung der Bundeswehr, Theodor. Also 10 Jahre später quasi. Von der CDU ist der erste Verteidigungsminister und da bekommen dann im November 1955 die ersten 100 Soldaten sozusagen ihre Ernennungsurkunden. Das sind Freiwillige. Und also jetzt gehen wir wirklich die ganze Historie der deutschen Wehrmacht durch, Bundeswehr etc. Sehr interessant. Der damalige Kanzler Konrad Adenauer sieht das als Ausdruck der Souveränität. Er sagt, heute, fast 10 Jahre nach dem militärischen, politischen Zusammenbruch des Nationalsozialismus, endet für die Bundesrepublik Deutschland die Besatzungszeit. Also er sieht eigentlich das als Ausdruck von... Hat sie wirklich geendet, ist die Frage. ...Souveränität eines Landes. Also ein Land, das sehe ich natürlich... Das kann ich verstehen, muss ich sagen, wenn ein Land sagt, wir möchten eine Armee haben, weil das ist ein Zeichen, dass wir uns schützen können gegen Angriffe. Das ist ja in Ordnung. Nur dann müsste eigentlich die Armee immer im Landesinneren bleiben und dürfte nicht in andere Länder rausgehen, nicht nach Afghanistan, nicht nach Bosnien oder nach Serbien, sondern das wäre eigentlich dann ein Ausdruck einer stabilen Situation. Okay, man hat eine Armee, aber nur zur Verteidigung. Diese Armee, das wäre auch das Beste für uns, glaube ich. Das ist jetzt wichtig, wird dann in die NATO integriert. Und die NATO ist eben ein internationales Militärbündnis und das macht die Sache sehr gefährlich. Weil die NATO wird von den USA angeführt und die NATO hat dann eben Deutschland und auch die neu gegründete Bundeswehr in Konflikte geführt, wo jetzt sozusagen vor allem die USA hin wollten. Es gab schon 1955 Proteste, wo die Leute eben gesagt haben, ja, erinnert euch an den ersten... Danach bisschen so als Handlanger für die USA, wie er das betont, für die USA am Start gewesen, ne? Krieg auf diesen Bannern steht, Deutschland erwache, Erster Weltkrieg, dann werden die Toten und die Kosten genannt, Zweiter Weltkrieg.
55 Millionen Tote. Verhandeln ist besser als mit dem Säbelrasen. Es gab schon immer wieder auch Kritik. Aber diese... Das waren die Querdenker der damaligen Zeit an der Stelle. Diese Demonstranten konnten sich nicht durchsetzen. Die Bundeswehr wurde gegründet 1955 und zweitens wurde sie vor allem in die NATO aufgenommen. Hier als der Beitritt in die NATO, 9. Mai 1955, ist dann Deutschland wieder sozusagen integriert und zwar in das westliche, von den USA geführte Militärbündnis. Hier das Bild zeigt Konrad Adenauer mit dem französischen Außenminister Antoine Pinet. Diese Integration der Bundeswehr in die NATO 1955 hat natürlich etwas ausgelöst, wie so oft in der Geschichte. Man zieht an dieser Schnur, dann bewegt sich hier etwas, man schiebt an diesem Stuhl, dann fällt dort ein Tisch um. Also die Dinge sind immer vernetzt. Ja, alles ist mit allem vernetzt. Das muss man wirklich im Kopf haben, auch jetzt, wenn diese Panzer in die Ukraine geliefert wird. Das ist das. Der Kontext fehlt bei vielen, glaube ich. Muss man denken, das wird wieder Gegenreaktionen auslösen und das wird wieder Gegenreaktionen auslösen und so weiter. So ist das Leben. Die Dinge sind vernetzt. Und der Eintritt von Deutschland in die NATO hat dann dazu geführt, dass der Warschauer Pakt nur wenige Tage später gegründet wurde. Man nennt ihn Pakt in den NATO-Ländern, weil sich das schlecht anhört. Ja, so ein Pakt ist eher ein etwas Negatives und im Osten sprach man von Vertrag. Hier die Mitglieder am 14. Mai 1955 wird in Warschau das Militärbündnis Warschauer Verteidigungsorganisation gegründet und die rot markierten Länder sind Mitglied, also die DDR und natürlich die Sowjetunion, dann Polen, Tschechoslowakei, die Tschechoslowakei heute erst. Das muss man auch mal checken, bis 1990 war einfach Deutschland geteilt und der eine Teil hat zu Sowjetunion, also zu Russland quasi gehört. Das ist auch so crazy. Bei Ländern bestehen Tschechien und Slowakei, dann Ungarn, Rumänien, Bulgarien und Albanien. Und die Mitglieder sagen, also das ist eigentlich, da haben wir uns zusammengeschlossen, weil eben Deutschland, also die BRD, der NATO beigetreten ist. Dann die Jüngeren, die das alles nicht gerade auf dem Schirm haben. Deutschland war damals geteilt in zwei Staaten, die BRD Mitglied von der NATO und eben die DDR Mitglied von der Warschauer Vertragsorganisation. Jetzt, diese Gruppen haben eigentlich in einem sogenannten Gleichgewicht des Schreckens koexistiert und es gab keine Kampfeinsätze. Also Deutschland ist von 1945 bis 1995, also 50 Jahre lang, nie an irgendeinem Krieg beteiligt gewesen. Und das ist eigentlich wunderbar. Ich würde das als eine sehr gute Zeit bezeichnen. Man hat zwar eine Armee, aber die Armee in der BRD ist in der NATO und die Armee in der DDR ist im Warschauer Pakt und das blockiert eigentlich die ganze Sache. Es passiert nichts und da bin ich froh. Dann kommt aber der Tag, an dem eben Deutschland vereinigt wird, das ist 1990 und danach kommt eigentlich der erste Kampfeinsatz, und das würde ich, also der erste Auslandeinsatz, muss so sagen. Es ist ein Auslandeinsatz noch ohne Kampf. Es ist in Bosnien 1995, hier ein Bild, damals herrscht Krieg in Jugoslawien und Deutschland fliegt mit Kampfjets, mit Tornado-Kampfjets in dieses Kriegsgebiet. Also das haben viele Menschen überhaupt gar nicht mitbekommen in Deutschland. Das war so ganz, ganz, ganz geheim. Man hat wirklich zuerst eine Einheit gebildet von der Luftwaffe. Ich bin mir fast sicher, hätte man da einen Volksentscheid gemacht, dann hätte man da auch bestimmt einstimmig dagegen gestimmt, dass Deutschland wieder irgendwas mit Krieg zu tun hat, weil die Leute das noch in den Köpfen hatten, wie das war, als hier noch Krieg war, als ganz Deutschland in Schutt und Asche gelagen hat. So, das sind Bilder, die man im Kopf hat, die man nicht mehr möchte und deswegen möchte man halt keinen Krieg mehr. Ich glaube, Deutschland war generell so vom Volk her nach dem Zweiten Weltkrieg sehr Antikrieg, weißt du? Die nach Italien verlegt? Innerhalb der NATO. Italien ist auch NATO-Mitglied. Und dann von Italien ist nicht weit über die Adria rüber zu fliegen nach Bosnien. Ja. Und diese Tornados haben eigentlich Deutschland wieder in den Krieg geführt. Das ist 40 Jahre dann nach Gründung der Bundeswehr.
ist der erste Auslandseinsatz der Bundeswehr eben in Bosnien. Also 55 Gründung der Bundeswehr und dann 95 erster Auslandseinsatz dieser Tornados. Die, wie ist das genau gelaufen? Man hat zuerst ein Einsatzgeschwader gegründet. Das ist das Einsatzgeschwader 1. Also Geschwader ist einfach eine Gruppe und es besteht aus... Der Typ labert so viel Müll. Erzähl mal, Press. Erzähl mal, was ist daran jetzt falsch oder was stimmt daran nicht? Das würde mich jetzt mal interessieren. Bist du auch Historiker? Hast du das auch studiert quasi? Bist du auch ein Doktor, ja? Ich küsse dein Herz, Bruder. 14 Kampfflugzeugen vom Typ Tornado. Es wird zuerst gegründet. Das ist natürlich einfach eine militärische Organisationsaktion. Und dann wird es verlegt im Juli 1995 nach Piacenza in Italien. Und von dort findet dann unter dem Kommando von Oberst Johann Georg Dora am 7. August 1995 zusammen mit US-Kampfflugzeugen der erste Einsatzflug in Bosnien statt. Also die Bundeswehr ist damals noch nicht an Kampfhandlungen beteiligt, aber trotzdem, man ist mit Kampfflugzeugen im Luftraum von einem fremden Staat. Und das ist natürlich illegal. Man darf nicht einfach in den Luftraum reinfliegen von, sag ich mal, Libyen oder Irak. Ja, jeder Staat hat nicht nur die Souveränität über den eigenen Boden, sondern Die Agents kommen in Chat. Auch über den Luftraum. Aber die Amerikaner fliegen da eh überall rein und die Deutschen sind einfach mit den Amerikanern mitgeflogen. Und das heißt, auf der Karte sieht das so aus, das habe ich nur kurz eingezeichnet, um zu zeigen, also von Piacenza bis Sarajevo ist es nicht weit, also vor allem mit einem Kampfflugzeug, da ist man schnell. Das war, wie gesagt, ein Einsatz, bei dem man keine Bomben abgeworfen hat. Aber dann, nur 4 Jahre später, 1999, greift die NATO Serbien an. Das heißt, diese Geschichte, dass man sagt, ja, jetzt mit der russischen Invasion in der Ukraine, das ist ja unglaublich, noch nie seit dem Zweiten Weltkrieg hat ein Land ein anderes Land angegriffen. Also das stimmt einfach nicht. Das wird immer wieder gesagt in verschiedenen Zeitungen und Fernsehbeiträgen, das stimmt nicht. 1999 war ja auch nach dem Zweiten Weltkrieg und da haben eben die NATO-Staaten einen souveränen Staat gebombt, nämlich Serbien. Schauen wir uns das kurz an. Also, dieser Krieg gegen Serbien war 1999, hier Serbien mit der Hauptstadt Belgrad. Und man sieht im Süden dieser Bereich Kosovo, der wurde aus Serbien herausgetrennt, genau wie jetzt eigentlich aus der Ukraine Cherson und Donbass und die Krim herausgetrennt wurden. Das ist dieser Angriff auf Serbien, der beginnt am 24. März 1999, hier Belgrad, die Hauptstadt, wird bombardiert. Da ist er wieder. Jemand, der sagt, dass die NATO hat Serbien angegriffen, aber erwähnt nicht, dass Serbien Genozid an mehreren Ländern verübt hat, verbreitet Müll und das macht er. Aha, okay. Also das heißt, die haben nicht Serbien angegriffen. Er hat ja nur gesagt, dass die Serbien angegriffen haben. Also es ist ja keine Falschaussage, oder? Ich küsse dein Herz, Bruder. Donbass und die Krim herausgetrennt worden. Das ist dieser Angriff auf Serbien, der beginnt am 24. März 1999, hier Belgrad, die Hauptstadt, wird bombardiert. In Deutschland war Rudolf Scharping Verteidigungsminister, Joschka Fischer war... Wieder SPD und Grüne, lange, ich schwöre dir. Joschka Fischer, der war mir eigentlich damals sehr sympathisch, ne? Minister. Muss ich sagen. Also die SPD und die Grünen haben dort Deutschland wirklich in den ersten Kriegseinsatz geführt. Es wurde auch sehr, sehr viel gelogen, um die Bevölkerung zu täuschen. Und der Bundeskanzler war Gerhard Schröder. Die Flieger, die in Piacenza... Vor allen Dingen, was ich nochmal sagen wollte, man findet immer Gründe auf der ganzen Welt, warum man irgendwie irgendwo einwandern kann und Krieg durchziehen kann. So wie das die US-Amerikaner auch schon gezeigt haben, wie oft die in andere Länder eingeritten sind an der Stelle und vorher irgendwelche Gründe geschaffen haben, die teilweise sich im Nachhinein als nicht valide Gründe rausgestellt haben, so weißt du, was ich meine, und die eigentlich ein anderes Interesse hatten und einen anderen Grund hatten, warum sie da reingegangen sind. Und das ist halt immer so die Sache, wo ich sage, Bro, am Ende des Tages sind wir nicht diejenigen, die dafür verantwortlich sind, dass in der ganzen Welt alles so läuft, wie wir uns sagen, dass es richtig ist, so. Weißt du, was ich meine?
Das ist es einfach nicht. Weil dann könnten wir die ganze Zeit überall einreiten und uns irgendwie da verbreiten und sagen, wir kämpfen hier für den Frieden. Wir kämpfen für den Frieden ist sowieso so eine Aussage, die ich nicht richtig verstehe. So. Und genauso müssten wir dann eigentlich auch nach Afrika gehen und die Leute da vom Hunger befreien. Müssten wir hingehen und gucken, dass da Menschen nicht sterben, weil sie nichts zu essen und zu trinken haben. Machen wir auch nicht. Also wenn uns das so am Herzen liegt, dass es allen Menschen gut geht, dann müssen wir auch auf der ganzen Welt helfen. Helfen in Anführungszeichen. Mit Krieg hilfst du nicht. Allen stationiert waren, die eben schon 95 rübergeflogen sind über die Adria nach Bosnien. Wie viele Länder sind im Nachhinein in den Arsch gegangen, nachdem wir da als NATO eingeritten sind und gesagt haben, wir schaffen hier Frieden und dann haben wir uns irgendwann wieder verzogen, sind irgendwann wieder abgehauen und die Länder sind mehr im Arsch, als bevor wir da reingegangen sind. Das ist einfach. Es gibt immer irgendeine Rechtfertigung, die sie sich aus dem Arsch ziehen, um irgendwo einzuwandern, um da Krieg zu machen und sich dann da die Rohstoffe rauszuziehen oder was auch immer, geopolitische Interessen, bla 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 bla, Bro. Den Menschen geht's nicht um Frieden. Länder, die Waffen produzieren und Waffen in die Welt schicken, geht es nicht um Frieden. Wurden jetzt wieder eingesetzt, und zwar konkret hier in der Nacht vom 24. auf den 25. März starteten wieder die Tornados der Bundeswehr von Piacenza und sie beteiligten sich eben an diesem illegalen Krieg in Serbien. Und das war eben der erste Kampfeinsatz und hier haben sie Bundeskanzler Schröder, der einen Offizier vom Einsatzgeschwader 1 dann auch begrüßt. Sie sehen unten auf der Karte eigentlich, wie nah es ist. Also die Tornados fliegen ins Mittelmeer, machen dann dort Air-to-Air-Refueling, also das ist einfach Luftbetankung, gehen dann über den albanischen Luftraum und von dort in den Kosovo nach Serbien. Und das ist natürlich sozusagen ein Problem, ja, dass Deutschland sich 1999 wieder an Krieg beteiligt hat. Es ist eigentlich der Sündenfall. Es ist tatsächlich der Sündenfall, weil man hat ja gesagt, nie wieder Krieg. Und dann hat man das über Bord geworfen und gesagt, nie wieder Krieg war einmal, jetzt führen wir Krieg gegen Serbien. Und Gerhard Schröder, der Bundeskanzler, der ja verantwortlich war für diesen Krieg, zusammen natürlich mit dem Parlament, das diesen Krieg, unterstützt hat, der hat auch richtig gesagt, dass das ein Verstoß gegen das UNO-Gewaltverbot war. Das UNO-Gewaltverbot sagt ja, alle Länder unterlassen in ihren internationalen Beziehungen jede Androhung oder Anwendung von Gewalt. Das ist ein Zitat. Und ja, wenn man Serbien bombardiert, ist das natürlich ein Verstoß gegen das Gewaltverbot. Und das ist interessant. Schröder hat sich später entschuldigt. Er hat gesagt, ich habe gegen das Völkerrecht verstoßen. Das ist krass. Als es um die Frage ging, wie entwickelt sich das in der Republik Jugoslawien, Kosovo-Krieg, da haben wir unsere Flugzeuge, unsere Tornados nach Serbien geschickt und wir haben zusammen mit der NATO einen souveränen Staat gebombt, ohne dass es einen Sicherheitsratsbeschluss gegeben hätte. Also das war 1999, als eben dieser Verstoß gegen die UNO-Charta stattgefunden hat. Und jetzt, die Russen sind in der Ukraine einmarschiert. Aber stark, dass er sich gerade gemacht hat an der Stelle, finde ich. Also, dass er das so öffentlich auch gesagt hat. Weißt du, das ist ja schon, dafür braucht man Eier. Also ich glaube, nicht viele Politiker würden das tun. Auch mit allen Dingen, die so in den letzten ein, zwei Jahren passiert sind, bin ich mal gespannt, ob sich da der ein oder andere vielleicht gerade machen wird für. Aber ich habe gegen den Völkerrecht verstoßen, ist schon krass. Das war 1999, als eben dieser Verstoß gegen die UNO-Charta stattgefunden hat. Und jetzt, die Russen sind in der Ukraine einmarschiert, und das ist auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Also Schröder hat gegen das Völkerrecht verstoßen, Clinton natürlich auch. Und Bush ist in Panama einmarschiert und das Bush Senior, Bush Junior ist dann in Irak einmarschiert 2003. Auch die Bombardierung von Vietnam war ein Verstoß gegen das Völkerrecht. Also immer wieder wird leider gegen das Völkerrecht verstoßen. Aber das wird uns halt nie so präsentiert, weil ja die USA, wie er sie betont, eigentlich nur für den Frieden bombardieren. Also die würden niemals bombardieren jetzt einfach aus irgendwelchen anderen Interessen oder so. Ist nur für den Frieden. Deswegen in den Medien sind die natürlich, das sind halt die friedensbringenden Superhelden. Das ist einfach so. Also das darf man auch nicht wieder, also das darf man auch nicht hinterfragen oder so. Das ist einfach Fakt. Als sich Scholz und Putin trafen im Jahr 2022, noch vor der russischen Invasion, haben sie eben über Europa, über Krieg, über Frieden gesprochen. Und dann hat
Putin Scholz daran erinnert, ja, dass Deutschland Serbien bombardiert hat. Er hat es so gesagt, er sagt, wir waren. Und ich bin hier auf keinen Fall auf irgendeiner Seite oder so, aber ich glaube, dass es halt wirklich illegale Geschichten auch von beiden Seiten gibt, sowohl von der Sowjetunion als auch von den NATO-Staaten. Aber das von den NATO-Staaten wird halt verschwiegen und das wird halt unten gehalten. Da wird halt gesagt, das war nicht schlimm, weil das war für den Frieden. Und das ist immer so eine Sache, wo ich sage, schwierig. Und deswegen finde ich auch gut, dass solche Daniele Gansers sich auch in der Öffentlichkeit hinsetzen und die ganze Sache historisch aufarbeiten. Und zwar relativ neutral, sodass man auch mal eine andere Informationsquelle hat als die Medien, die offiziellen Mainstream-Medien, die halt sowas niemals berichten würden und sagen würden. So. Auch Zeugen des Krieges, der von der NATO entfesselt wurde in Jugoslawien, erklärte Putin beim Treffen mit Scholz. Putin kritisiert, dass die NATO eben kein friedliches Verteidigungsbündnis sei, sondern eben Serbien ohne Mandat des UNO-Sicherheitsrates bombardiert hat. Das heißt, die Russen haben das nicht vergessen, aber krass, der hat ihn damit konfrontiert. Hier im Westen wird nicht mehr darüber gesprochen und man versucht eigentlich die Geschichte umzuschreiben und man versucht zu sagen, nein, also die Invasion von Russland in die Ukraine, die klar illegal ist, das ist das erste Mal, dass gegen das Völkerrecht verstoßen wird. Und das ist das Normale, was eigentlich beobachtet wird bei Konfliktparteien. Man sieht immer die eigenen Vergehen nicht und fängt dann erst an zu zählen, wenn der andere ein Vergehen macht. Ja. Das ist halt krass. Und damit machst du halt die Geschichte, wie er selber gesagt hat, damit schreibst du die Geschichte um und erzählst den Leuten, dass es erst ab da losging und dass die Bösen sind. Und das ist halt eine Sache, die ich nicht gut finde, weil ich finde, jeder von uns hat das Recht, wirklich zu verstehen und zu wissen, was die Hintergründe sind und was zu was geführt hat und auch, ob wir mal Scheiße gebaut haben in der Vergangenheit. So muss man sich auch eingestehen können. Und dann würde man vielleicht auch anders gegenüber Waffenlieferungen stehen und anders auch reden, wenn es darum geht, diplomatisch am Tisch zu sitzen und die Sache vielleicht auszudiskutieren. Ich glaube, dann wären mehr Menschen auch in Deutschland dafür zu sagen, ey, wir gucken, dass wir die Gespräche aufnehmen. So. Und die Gespräche wurden gesucht, wie ich gehört habe. Also das Foul, das man selber begeht, wenn man jetzt ein Bild aus dem Fußball nimmt, das nimmt man nicht so tragisch. Aber wenn der andere dann foult, ja, dann wirft man sich auf den Boden und sagt, das ist ja unglaublich, der hat mich gefoult. Und das ist eigentlich in allen Konflikten zu beobachten, dass das so funktioniert, dass man eigentlich die eigenen Fouls am liebsten einfach verdrängt, dass es die gar nicht gegeben hat. Aber die Historiker sind ja dazu da, diese Zusammenhänge in Erinnerung zu rufen. Es blieb nicht nur bei der Bombardierung von Serbien, sondern es gab eben auch den Krieg in Afghanistan. Schauen wir uns das an. Afghanistan sehr, sehr weit weg von Deutschland. Man fragt sich, wie kann Deutschland Krieg führen gegen Afghanistan? Aber es ist passiert. Ab 2. Januar 2002 ist die Bundeswehr am Krieg in Afghanistan beteiligt. Wieder sind es die Amerikaner, die sagen nach den Terroranschlägen vom 11. September, wir müssen hier in Afghanistan intervenieren. Die Hintergründe des 11. September sind... Also schon sehr oft getrieben von den Amis, ne? Wir Deutschen auch so. Weiß nicht, ob wir von alleine auch diese ganzen Sachen gemacht hätten. Und so rutscht man halt langsam wieder in dieses Kriegsgeschehen mit rein, was wir als Deutsche eigentlich halt vermeiden sollten. Meine persönliche Meinung, das ist wirklich nur meine persönliche Meinung. So. Kann jeder sehen, wie er möchte. Aber nicht geklärt, Einsturz von WTC-7 ist hier nur ein Stichwort. Die Medien, ja, unterstützen diesen Krieg. Die Deutschen müssen das Töten lernen. Das ist das Titelbild. Krass. Das ist... Im Spiegel, also was wir jetzt eigentlich als Propaganda in Russland haben. Wollte ich gerade sagen, das ist Propaganda, Bro. Haben, da sagt ja auch die russischen Medien, sagen, die russischen Soldaten müssen in der Ukraine die Ukrainer töten, um für die Freiheit von Russland zu kämpfen, etc. Das ist eigentlich immer dasselbe, dass eigentlich in jedem Krieg die Presse die eigenen Soldaten sozusagen in diesen Wahnsinn hineintreibt. Also das ist jetzt eigentlich in den USA dasselbe. Da wird einfach gesagt, wir müssen Waffen in die Ukraine liefern. Und so nimmt jede Gruppe eigentlich nur ihre Perspektive wahr. Merkel ist dann nach... Was für eine kranke Aussage, Alter. Die Deutschen müssen das Töten lernen. Und das so fett Spiegel-Titelseite. Geflogen, hat sich hier mit einem amerikanischen General getroffen, weil natürlich die USA eigentlich anführen, die Deutschen sind hier nur eigentlich Hilfstruppe. Merkel dann nochmal 2010 in Kunduz ein Besuch und
Ja, was ist die Bilanz? 59 deutsche Soldaten haben das Leben verloren im Afghanistan-Krieg. Insgesamt waren 160.000 Soldaten im Einsatz. In der Regel etwa 6 Monate, also man hat rotiert und insgesamt wurden dann 12 Milliarden Euro für diesen Krieg ausgegeben. Und das ist eigentlich die traurige Arbeit der Historiker, dass wir am Schluss wieder kommen. Wir zählen nur, wie viele Menschen sind gestorben. Ich habe jetzt hier nur die 59 deutschen Soldaten erwähnt. Auf Seite der Afghanen sind mehr als 200.000 Menschen gestorben. Das ist eine traurige Arbeit eigentlich, dass man dann nach dem Krieg wieder kommt und sagt, okay, wie viele Tote, was waren die Kosten, was ist die Zerstörung. Es müsste nicht so sein. Es müsste nicht so sein. Wir könnten wirklich schon, ich fände es einfach wichtig, wenn man schon früher deeskaliert. Man kann auch den Ukraine-Krieg jetzt natürlich mehr eskalieren, also noch mehr Waffen liefern, noch dann eigentlich aus dem Gebiet hinausgehen. Es wird einfach mehr Tote geben, es wird einfach mehr Leid geben. Und das Deeskalieren wäre sehr, sehr wichtig. Die Bundeswehr ist ja dann abgezogen. Und zwar war das 30. Juni 2021, sind dann die letzten Soldaten abgezogen. Und Merkel hat dann gesagt, die Taliban haben das ganze Land erneut unter ihrer Kontrolle. Das ist eine bittere Entwicklung. Und dann, alles ist nicht so geglückt, wie wir es uns vorgenommen haben. Also alles ist nicht so geglückt, wie wir uns vorgenommen haben, ist eigentlich ein Satz, den man sich... Ist eine Erkenntnis, die bitter ist. Niemals dürfen wir die Menschen vergessen, die diesen Einsatz mit ihrem Leben, unter ihnen auch 59 Deutsche oder aber mit Narben an Leib und Seele bezahlt haben, gerade jetzt, da alles so vergeblich erscheint. Ja. Rest in Peace an die 59 Deutschen und die 200 noch was Tausenden Afghanen auch an der Stelle. Ja? Kein Tod ist es wert. Vorgenommen haben, ist eigentlich ein Satz, den man sich merken sollte, weil das ist immer so. Also bei Kriegen wird am Schluss jede Partei sagen, alles ist nicht so geglückt, wie wir es uns vorgenommen haben. Das, was die Menschen wollen in einem Krieg, nämlich wir liefern jetzt Panzer in die Ukraine, dann wird die Ukraine die an Russland verlorenen Gebiete wieder zurückerobern und dann bricht der Weltfrieden aus. Also das ist eine sehr naive Vorstellung. Das wird so nicht passieren. Der reine logische Menschenverstand sagt doch jedem, dass das so nicht funktionieren wird, oder? Weil da sehr, sehr viele verschiedene Akteure verschiedene Interessen haben. Und Merkel sagt nochmals, eben alles ist nicht so geglückt, wie wir es uns vorgenommen haben. Das ist eine Erkenntnis, die bitter ist. Niemals dürfen wir die Menschen vergessen, die diesen Einsatz mit ihrem Leben, unter ihnen auch 59 Deutsche oder aber mit Narben an Leib und Seele bezahlt haben. Gerade jetzt, da alles so vergeblich erscheint. Das ist aus August 21 und man hätte da gedacht, okay, jetzt hat man etwas gelernt, nie wieder Krieg, das wird sich durchsetzen. Und niemand hätte im August 21 gedacht, dass im 22, also nur ein Jahr später, Deutschland den Krieg mit Russland sieht. Das ist wirklich eine Entwicklung, die überraschend ist. Hier noch zu Syrien. Deutschland hat ja auch in Syrien Krieg geführt, also nicht nur in Serbien, nicht nur in Afghanistan, sondern auch in Syrien. Viele haben das wieder vergessen, da möchte ich das kurz in Erinnerung rufen. Hier Syrien, der letzte Punkt. Syrien hier auf der Karte südlich der Türkei mit der Hauptstadt Damaskus. Warum ich aufgehört habe, nett zu Frauen zu sein. Gute Zusammenfassung auch bis jetzt. Er hat aufgehört, nett zu Frauen zu sein, fühle ich nicht. Wir müssen immer nett sein zu jedem Menschen, Bro. Südlich der Türkei mit der Hauptstadt Damaskus. Und der Bundestag hat eben im Dezember 2015 einen Bundeswehreinsatz in Syrien gegen den Islamischen Staat bewilligt. Es waren 445 Abgeordnete stimmten dafür, 145 dagegen. Also deutlich. Das Budget 134 Millionen und dann 1200 Soldaten. Die Bundeswehr schickte eine Fregatte, das ist ein Schiff, dann machten sie Aufklärungsflüge mit Tornado-Jets, das ist also auch in der Luft, und dann Luft-Luft-Betankung und auch Begleitschutz in der Luft. Das heißt, wenn man sich das anschaut, kann man sich ja fragen, ja, wie hätten denn die Deutschen reagiert, wenn die Syrier ihre Luftwaffe in den deutschen Luftraum reingeschickt hätten. Ja, das ist einfach illegal. Also man darf nicht einfach in einen anderen Luftraum eindringen. Klar, die USA haben schon seit 2014 Syrien bombardiert und dann kommen die Deutschen einfach so wie als Hilfskavallerie hinterher.
hier diese Fregatte, das ist die Augsburg. Die ist in den Syrienkrieg gefahren, also auch jetzt hier die Marine im Einsatz. Und sie hat den französischen Flugzeugträger Charles de Gaulle Begleitschutz gegeben und dieser wiederum hat Syrien bombardiert. Also man ist immer so ein bisschen in der zweiten Reihe, man bombardiert nicht selber, sondern man schützt die, die bombardieren. Zudem ist man mit Tornados in den syrischen Luftraum eingedrungen, auch das ist natürlich illegal. Und die Piloten haben dann so gesagt, uns allen ist schon etwas mulmig zumute, auch wenn ein Abschuss bei unserer Mission eher unwahrscheinlich ist. Hier im Bild ist der Kommandant und der Pilot, der das gesagt hat, von dem habe ich kein Bild gefunden. Aber es ist einfach, man dringt in einen anderen Luftraum ein, man fährt mit den Schiffen wieder sozusagen an die Küste, bombardiert oder schützt Schiffe, die Kampfflugzeuge haben, die bombardieren etc. Also plötzlich ist man wieder im Krieg. Haben wir noch 1945 gesagt, nie wieder Krieg. Und dann kommt 99 Serbien, dann kommt 2001 Afghanistan und 2015 kommt der Syrienkrieg. Und das ist eigentlich dieses schrittweise in den Krieg hineinrutschen von einer tiefen Überzeugung, dass man sagt, wir wollen nie wieder Krieg. Eigentlich scheibchenweise kommt man wieder in den Krieg. Vor allen Dingen auch amerikanisch getrieben, so wie ich das so rausgehört habe. Weißt du, wie ich meine? So? Weiß nicht, ob wenn Deutschland wirklich souverän wäre, sich dafür entschieden hätte, den einen oder anderen Krieg mitzuführen. Weil es ja immer so war, dass die Amis erst bombardiert haben, die Amis erst aber und die Deutschen dann sich einfach nur so ein bisschen mit reingemischt haben an der Stelle. Und jetzt ist man in diesem Michelin Man. Dieser Situation mit der Ukraine, die mit Abstand die gefährlichste Situation ist. Das ist nicht zu vergleichen mit dem Afghanistan-Krieg, nicht zu vergleichen mit dem Krieg gegen Serbien und nicht zu vergleichen mit dem Krieg gegen Syrien. Also ja, vor allen Dingen auch wegen der Historie auch, ne? Und wegen der Nähe halt. Im Syrienkrieg war es ja dann eher, man hat noch diese tollen Bilder gezeigt und gesagt, ja, wir können in der Luft Kampfflugzeuge auftanken. Das ist natürlich vor allem das ist krass. Sag mal, für Jungs ist das schon eindrücklich. Man denkt, ja, safe. Überraschend, dass man das kann. Aber es ist eben. Mit der freien Energie von Tesla hätten wir nicht mal das gebraucht, ja? Dann hätten wir die Dinger einfach aufgeladen. Auch natürlich eine Verherrlichung, weil man sollte ja eigentlich zeigen, was sind denn die Opfer des Krieges, wie sieht das wirklich aus. Und ich habe danach gesucht, wer hat sich damals auch kritisch geäußert, 2016 zum Beispiel gegen den Syrienkrieg. Und einer ist der Oscar Lafontaine, der Mann von Sarah Wagenknecht. Er hat damals Krass, der ist der Mann von der Sarah, hä? Wusste ich gar nicht. Der Oscar. Die USA bombardieren seit Jahren im Vorderen Orient, aber die Flüchtlingsströme sollen die Europäer bewältigen und Merkel erweist sich wieder einmal als treue Vasallin des großen Bruders. Und der große Bruder eben sind dann eben die USA und tatsächlich ist die USA. Europäer bewältigen und Merkel erweist sich wieder einmal als treue Vasallin des großen Bruders. Und der große Bruder eben sind dann eben die USA und tatsächlich ist auch mein Eindruck. Also der Angriff auf Serbien 99 wurde von den USA vor allem gestartet, US-Präsident Clinton. Der Angriff auf Afghanistan wurde vor allem von Präsident Bush gestartet und der Angriff auf Syrien wurde von Präsident Obama gestartet. Und die Deutschen werden eigentlich von den Amerikanern immer in diese Kriege hineingezogen. Der Bruder hat doch den Friedensnobelpreis bekommen, ne? Frieden it in, man. Und man kann jetzt sagen, ja, gut, wir haben es irgendwie überlebt. Da werden wir jetzt auch in den Ukraine-Krieg hineingezogen. Ja gut, wird auch nicht so schlimm sein. Aber da muss man schon ein bisschen genauer hinschauen und sich sagen, Moment, die Ukraine liegt in Europa. Russland ist ein europäisches Land. Also bis zum Ural gehört Russland zu Europa. Und es ist einfach sehr, sehr gefährlich, weil hier natürlich Deutschland in den Krieg direkt hineingezogen werden kann. Darum sage ich, dieser Stellvertreterkrieg hier in der Ukraine, da sollte man deeskalieren. Man sollte unbedingt deeskalieren. Darum habe ich auch dieses Video gemacht. Ich wollte ein bisschen Kontext liefern, um ein bisschen zu zeigen. Starke Zusammenfassung, Daniele. Ich danke dir auf jeden Fall. Was man eigentlich für eine Entwicklung hat in die letzten Jahre. Schon erkenntnisreich, oder? Chat mal eine Eins rein, wenn ihr das auch interessant fandet. Also seit dem Ende des Zweiten Weltkriegs sind die wichtigen Schritte nochmal vielleicht zur Wiederholung. Gründung der Bundeswehr 55, dann 95.
Den hätte ich gerne als Geschichtslehrer gehabt, den Bruder. Erster Einsatz in Bosnien ohne Kampfhandlungen, 99 Einsatz, Kriegseinsatz gegen Serbien, illegal. 2001 Krieg gegen Afghanistan, illegal. 2015 Krieg gegen Syrien, illegal. Und jetzt ab 2022 Beteiligung am Krieg gegen Russland in der Ukraine. Jetzt das Schlusswort. Ja, Schlusswort möchte ich gerne Sarah Wagenknecht geben. Sie sagt, fühle ich. Waffen schaffen keinen Frieden. Facts. Das ist auch meine Überzeugung. Mehr von mir findet ihr auf YouTube oder in meiner Community oder in meinen Büchern. Ich hoffe, dass das interessant war. Denkt darüber nach und hoffentlich können diejenigen, die sich für den Frieden engagieren und die eben darauf hoffen, dass sich die friedliche Konfliktlösung durchsetzt, hoffentlich ja, werden die immer stärker. One love, bro. Einmal Herz für Daniele in den Chat, meine lieben Freunde. Starkes Video. Boah, kommt auch sehr gut an, ey. 5 Tage, 196.000 Klicks, 20.000 Likes fast. Wir wollen Frieden und keinen Krieg mit Russland. Top-Kommentar. Vielen Dank, Herr Ganser, für den informativen Beitrag. Wir wollen keinen Krieg. Waffen schaffen keinen Frieden. Ja, krass, Alter. Krass. Ich will auch Frieden. Ich wünsche mir Frieden für jeden, ich schwöre auf alles. Ich hoffe, dass sich das irgendwie wieder auflöst und dass wir irgendwie es schaffen, aus dieser hässlichen, teuflischen, kriegsgetriebenen Welt wieder in eine mehr liebende, fröhlichere, friedlichere Welt reinkommen, ich schwöre es dir. Weil, ey, das sieht alles nicht so gesund aus, was hier gerade passiert.